Servus und herzlich willkommen zur 6. Folge der PMS-Reihe. Wir werden dieses Thema höchstwahrscheinlich in dieser Folge abschließen können. Wir haben bereits Östrogendominanz, Östrogenmangel, Serotonin, Leberdarm besprochen in den letzten Folgen und in dieser Folge geht es um den Progesteronmangel. Aus meiner Erfahrung die häufigste hormonelle Disbalance bei Frauen und das ist geschuldet durch hormonelle Verhütungsmittel zum einen, aber auch durch Stress. Und wie das Ganze funktioniert, das werden wir uns in dieser Folge genau anschauen. Dafür werfen wir einmal mehr einen Blick in den weiblichen Zyklus. Wenn dich der genauer interessiert, dann schau dir gerne die zweite Folge an, da bespreche ich das ganze System im Detail. Aber worum es grundsätzlich geht, ist, dass die Frau letztlich Hormone bekommt, um auf der einen Seite das Signal zu bekommen, sie sei schwanger, um dadurch nicht schwanger werden zu können. Oder man unterdrückt den Eisprung am 14. Tag und das geht einmal, indem man Östrogene überlädt, sozusagen, oder indem man vor dem Eisprung schon Progesteron gibt. Denn normalerweise in der Lutealphase geht das Progesteron hoch, das Gelbkörperhormon, ausgeschüttet vom Follikel, der heranwächst in der ersten Phase. Und wenn man in der ersten Phase schon Progesteron gibt, dann unterdrückt man den Eisprung, man unterdrückt dieses Heranreifen des Gelbkörpers. Und in der zweiten Phase entsteht dadurch dann ein Progesteronmangel, denn man muss dazu sagen, künstliche Gestagene, also künstliches Progesteron oder Östrogen ist nicht das gleiche wie körpereigenes Hormon. Das muss man an der Stelle einfach ganz deutlich sagen und das verursacht dann letztlich die Symptome und die Disbalance. Also auf der einen Seite, wie gesagt, reift möglicherweise der Follikel nicht richtig ran, der dann später Progesteron produzieren soll, oder man überlädt den Körper mit Östrogen und somit entsteht ein Progesteronmangel, weil es nicht in Balance zueinander steht. Und so oder so zerstört man einfach eine Sinfonie aus Hormonen, die wichtig sind für einen reibungslosen Ablauf. Das muss man an der Stelle einfach ganz deutlich sagen. Also künstliche, gestagene, hormonelle Verhütungsmittel, definitiv ein Thema, wenn es darum geht. Und es wird leider oftmals so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Aber man greift in ein Hormonsystem ein, was sich gegenseitig sehr stark beeinflusst. Und da muss man einfach damit rechnen, dass man nicht in der Lage ist, das alles so zu regulieren von außen, wie der Körper es selber tun könnte, wenn man ihn mehr oder weniger in Ruhe lässt und in die Position bringt, dass er es tun kann. Was maßgeblich beeinflusst wird, natürlich über Nährstoffe, über den guten Lifestyle, Bewegung, die ganzen Standardgeschichten. Aber wenn es dann dazu kommt, dass man eben über längere Zeit hormonell verhütet hat, dann die Hormone absetzt und dann versucht wieder in den normalen Rhythmus zu kommen, dann zeigt sich häufig, dass der Körper eben Probleme damit hat. Darüber hinaus, schon währenddessen, dass man hormonell verhütet, kann es dazu kommen, dass sich eben Symptome entwickeln, die einhergehen mit einem Mangel in gewissen Hormonen. Darüber hinaus ist zu sagen, dass Progesteron auch in der Nebenniere produziert werden kann und auch einen gewissen Bereich dazu beisteuert. Also zum einen, wenn der Follikel nicht richtig ausgebildet ist und nicht genug Progesteron produzieren kann, kann es auch an der Nebenniere liegen, die diesen entscheidenden Rest, den sie produzieren muss, nicht produziert. Und prämenopausal ist es 35% und postmenopausal, also nach den Wechseljahren, ist es sogar 55%. Und da sehen wir dann auch häufig, dass es eben zu Problemen kommt. Und warum kann die Nebenniere nicht genug Progesteron produzieren? Und es liegt daran, dass Progesteron zu Cortisol werden kann, unser Stresshormon. Und sozusagen der Körper produziert Cortisol in einem erhöhten Maße, wenn man eben sehr, sehr viel Stress um sich herum hat. Und baut letztlich Progesteron ab und verschiebt es zugunsten von Cortisol, was einen negativen Effekt auf jeden Fall hat. Was kann das letztlich verursachen? Also Ängste, ganz speziell für Frauen. Und dann haben wir sozusagen diesen Teufelskreis auf eine Art und Weise, dass wir eine PMS-Problematik haben, die durch eine weite Reichweite an Ursachen ausgelöst werden kann. PMSA ganz speziell. Und das sorgt dann wieder dafür, dass wir Ängste entwickeln, die dann wieder dazu führen, dass wir Cortisol erhöht produzieren, was dann wieder letztlich einen negativen Einfluss hat und somit kommt es dann zu einem Teufelskreis und deshalb ist es auch häufig so, dass die meisten Frauen erst im
späteren Verlauf dieses Problems erst Symptome entwickeln und dann aber das nicht mehr wirklich zurückführen können darauf, wo hat es denn überhaupt begonnen, weil das eben nicht so einsetzt, sondern sich entwickelt über die Jahre hinweg. Und der Mensch ist halt leider so, der braucht halt erstmal irgendwie so ein Brett vorm Kopf, dass er merkt, dass irgendwas nicht stimmt und reagiert dann. Und dann ist es nicht zwangsläufig zu spät, das will ich nicht sagen, aber dann ist es eben zu spät, um tatsächlich direkt auf den ersten Blick die Ursache festnageln zu können. Zorn ist eine andere Geschichte, also einen inneren Kampf, eine innere Unruhe. So der Klassiker ist, denke ich, so ein Streitgespräch, was man im Kopf führt, was man einfach immer wieder von vorne anfängt und immer wieder durchgeht und man hat es zu Ende geführt, aber dann fängt es wieder von vorne an, weil man es nochmal ein bisschen besser sagen will. Und die Besonderheit ist eben, dass wenn man so ein Streitgespräch führt, dass der Körper tatsächlich reagiert darauf, weil unsere Gedanken eben einen sehr, sehr starken Einfluss haben, auch auf unseren Körper, die Emotion uns letztlich leitet und wir können richtig wütend werden, obwohl gar keine Situation letztlich tatsächlich da ist. Unser Puls geht hoch, der Blutdruck geht hoch und Dinge entstehen einfach. Dementsprechend darüber hinaus zu sagen, Schlafmangel, Schlafqualität natürlich ein sehr, sehr großer Faktor. Denn wenn wir nicht gut schlafen, dann regenerieren wir nicht letztlich. Uns fehlen die Ressourcen, um am Tag energetisch zu sein. Und was der Körper dann macht, er schüttet Cortisol aus und Cortisol stellt Energie einfach zwangsläufig bereit. Also wenn man 3 Stunden geschlafen hat, morgens aufsteht, erstmal überfahren ist, dann einen Kaffee trinkt, dann drückt der Körper Cortisol und dann stellt man Energie bereit zwangsläufig. Und wenn man das eben über einen sehr langen Zeitraum macht, dann kommt es eben zu der Problematik, beispielsweise zu Progesteronmangel. Darüber hinaus natürlich ganz klar, der Nährstoffmangel ist ein wichtiger Faktor, also die Produktion von Progesteron generell. Auch eine Gonadeninsuffizienz sehen wir gleich noch. Also jeder Körper braucht eben auch wichtige Nährstoffe, um zu funktionieren. Also wir haben es beispielsweise auch bei der Produktion von Serotonin gesehen, beziehungsweise bei der Produktion von Melatonin, wie viele Nährstoffe da dazugehören, wie viele Enzyme da mitwirken. Also man braucht bis zu 9 verschiedene Nährstoffe, um Melatonin zu produzieren. Und wenn die eben nicht in der Menge zur Verfügung stehen, dann sehen wir halt dementsprechend auch einen Mangel, weil der Körper es nicht einfach herzaubern kann. Also er braucht die Ressourcen. Ein Cortisolüberschuss, das haben wir bereits besprochen. Nebenniereninsuffizienz, auch ein großes Thema. Mache ich wahrscheinlich auch nochmal ein extra Video dazu. Ist ähnlich wie eine Schilddrüsenunterfunktion, dass eben die Nebenniere nicht mehr richtig ihre Hormone produzieren kann. So der allgemeine Begriff auch als Burnout bekannt, also so das Durchbrennen der Nebenniere. Wenn man eben unter sehr viel Stress leidet und einen erhöhten Cortisolspiegel hat, dann kommt es irgendwann möglicherweise dazu, dass die Nebenniere den Geist aufgibt, in Anführungszeichen, oder dass eben die Feedbackschleife so gestört ist, dass eben das Signal nicht mehr richtig kommt vom Kopf, vom Gehirn und sagt, okay, gut, jetzt ist einfach mal Schicht im Schacht und dann sprechen wir von einem Burnout und man könnte dann auch von einer Nebenniereninsuffizienz sprechen. Darüber hinaus, wie schon gesagt, gibt es auch die Gonadeninsuffizienz, also dass eben die Eierstöcke, dass die Hoden, dass die Gebärmutter eben nicht mehr richtig die Hormone produziert, die sie produzieren soll und dadurch kommt es auch zu einer hormonellen Verschiebung und dadurch kommt es auch zu einem Progesteronmangel. Und diese Gonadeninsuffizienz, die ist eben gleichzusetzen mit einem unzureichenden Heranwachsen des Follikels beispielsweise. Und damit schließen wir das ganze Thema dann ab. Einmal mehr die Übersicht. Wir haben die einzelnen Klassifikationen, also PMSA mit der Angst, mit der Reizbarkeit, mit der Nervosität. Und es kann dann eben zusammenhängen, dass wir beispielsweise einen Progesteronmangel haben. Weil um das ganze Thema nochmal ein bisschen komplizierter zu machen, so wie, als wäre es nicht kompliziert genug, Progesteron ist in der Lage, sich an Rezeptoren im Gehirn zu binden, an Neurotransmitterrezeptoren und es verstärkt Signale, ganz speziell von GABA. GABA ist ein inhibitorischer Neurotransmitter. Wie gesagt, schaut euch die Neurotransmitterfolge an, wenn ihr das nicht 100% versteht. Und GABA beruhigt den Körper sehr stark, es unterdrückt das Signal. Und Progesteron ist eher ein beruhigendes Signal für die Frau.
Und wenn es eben im Mangel ist, dann sehen wir eben diese Angst, diese Reizbarkeit, die Nervosität, weil es letztlich zu viel Signal ist. Östrogendominanz kann das auch verursachen, weil Östrogen bindet sich an Dopaminrezeptoren und verstärkt dessen Signal. Dopamin wird zu Adrenalin und dann hat man auch die Verbindung zur Nervosität oder zur Unruhe. Dann haben wir Hydration, also die Gewichtszunahme, die Brustschwellung, die Ödembildung, also das Einlagern von Wasser. Das hängt mit dem Blutdruck zusammen, also mit der Fehlregulation des Blutdrucks, mit einer Fehlregulation der Niere im Zusammenhang mit Serotonin, im Zusammenhang auch mit Progesteron, dem beruhigenden Signal. Denn wenn der Blutdruck sehr, sehr hoch ist, dann drückt es letztlich Wasser in die Peripherie, bedeutet außerhalb der Gefäße, sammelt sich dann dort das Wasser und verursacht eine Ödembildung. Und das hängt dann zusammen mit Aldosteron, das haben wir gesehen auf dem großen Hormon, auf der großen Hormonübersicht. Und da gibt es dann eben eine Kaskade über Renin und Angiotensin. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wie das zusammenhängt. Wenn ich eine Folge über Blutdruck mache, dann denke ich, werde ich das Thema anschneiden, weil das würde den Rahmen hier, glaube ich, an der Stelle komplett sprengen. Dann PMSC, Graving, also die Heißhungerattacke, Serotoninmangel, dass wir uns letztlich das Serotonin zur Verfügung stellen, indem wir in einem sehr hohen Maße Kohlenhydrate zu uns nehmen. Das kann man auch umgehen, indem man diese Geschichte einfach erkennt, um dann zu sagen, okay, gut, wie kommt es zustande? Eine Darmgesundheit ist natürlich ein Faktor, aber natürlich auch hormonelle Disbalancen, aber ganz speziell Stress auch, was letztlich die Verdauung unterdrückt, um direkt Energie zu produzieren, um letztlich aktiv zu werden. Dann PMSD, Depression haben wir gesehen, in Verbindung zum Serotoninmangel, auch ganz klar wieder an der Stelle die Dysbiose im Darm, weil 95% des Serotonins ist im Darm, aber auch ganz wichtig, dass das Serotonin im Darm zu unterscheiden ist mit dem Serotonin im Gehirn. Und das Serotonin im Gehirn hat einen sehr starken Einfluss eben auf die Schlaflosigkeit, Serotonin-Melatonin-Verbindung. Und dann PMDS, also die Dysphorie, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Oder was heißt ein ganz anderes Thema? Ist nochmal ein intensiveres Thema, geht es nochmal genauer in die Thematik der Depression rein. Aber da steckt definitiv auch das eine oder andere Problem in der Ursachenliste dahinter oder spielt mit rein. Ich denke Vitamin B6, Nährstoffe generell, Dysbiose im Darm. Ich denke, dass da vieles zusammenkommt. Am Ende geht es darum, die meisten Frauen haben eine Kombination aus verschiedenen Symptomen, haben dann auch eine Kombination aus verschiedenen Ursachen und diese Ursachen letztlich im Detail zu erkennen, im Detail herauszufinden, um dann gezielt Maßnahmen einzuleiten, dagegen vorzugehen. Ob es die Ausleitung ist, ob es die Darmgesundheit ist, ob es das Verhalten ist, ob es Stress ist, ob es sozial ist, ob es Toxine sind. Das sind alles Themen, die letztlich diese einzelnen Teilbereiche beeinflussen können. Und das macht es so spannend und das macht es so kompliziert auch. Und dementsprechend lohnt es sich an dieser Stelle einfach, sich auch Hilfe zu besorgen. Und wenn du der Auffassung bist, dass wir das gemeinsam schaffen, dann melde dich sehr, sehr gerne. Und dann können wir in die einzelnen Bereiche reingucken. Natürlich braucht man dann ganz speziell Expertenmeinung. Man bildet sozusagen einen runden Tisch, wo die verschiedenen einzelnen Experten Platz nehmen können, die alle ihren Beitrag dazu leisten. Aber am Ende geht es darum, dass man aktiv werden kann, dass man es selber regeln kann, dass man selber Einfluss nehmen kann auf die Geschichte. Denn aus unserer Sicht heilt der Körper tatsächlich so und nicht, indem man einfach von außen Progesteron zuführt. Es ist auf lange Sicht nicht die Lösung. Denn alles hat letztlich irgendwo eine Ursache. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir die Videos gefallen haben, dann lass gerne ein bisschen Liebe da, lass auch gerne ein Feedback da in welcher Form auch immer. Wenn es Fragen zu diesem Thema gibt, dann schreib die gerne und dann sind wir in der Lage, auch einzeln auf gewisse Situationen einzugehen. Dieses ganze System ist natürlich ein System, was interagiert mit vielen anderen. Ich habe es schon angesprochen, es wird noch Folgen geben über Reizdarm, die definitiv auch in dieses System mit reinspielen. Die Schilddrüsenunterfunktion ist definitiv ein anderer Teilbereich, der da eine wichtige Rolle spielt. Auch in der Schilddrüsenunterfunktion haben wir ja auch die Östrogen-Thematik gesehen.
Es ist einfach nicht abzugrenzen. Aber bis hierhin soll es genug sein. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir haben die Videos gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.